Das Gedränge ist groß vor dem Verhandlungssaal im Wiener Landesgericht. Josef Slowik hat viele Unterstützer. Sie wollen dem 23-Jährigen beistehen, dem nun der Prozess gemacht wird. Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruchs, so die Anklage. Im Gerichtssaal auch Josefs Eltern und seine Schwester. Der Vorwurf, ihr Sohn sei ein Gewalttäter, macht sie fassungslos. Wir versuchen natürlich, uns auch ein bisschen zu wappnen vor den möglichen Urteilen oder, ich sage mal, auch sehr schlechten Aussagen, die über unseren Sohn kommen werden. Und wir sind nicht sicher, wie wir diese Situation überstehen werden. Wenn man sieht, das Bild, was von ihm gezeichnet wurde, dass er hier ein Gewalttäter ist, den man wegsperren muss, das können wir überhaupt nicht verstehen, weil wir ihn als ganz anderen Menschen kennen. Josef war dabei, als Ende Januar rund 8000 Menschen in der Wiener Innenstadt gegen den Akademikerball der rechtspopulistischen FPÖ demonstrierten. Die Situation eskalierte, gipfelte in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Josef wurde festgenommen. Als Rädelsführer soll er die anderen zu Attacken gegen die Polizei aufgefordert, selbst Steine und einen Müllkübel auf Beamte geworfen haben. Einziger Belastungszeuge ein Polizist in Zivil. Josef bestreitet sämtliche Vorwürfe. Seine Schwester, Doktorandin an der TU Dresden, hat via Internet eine Kampagne für seine Freilassung organisiert. Sie fürchtet, dass an ihrem Bruder ein Exempel statuiert werden soll. Videomaterialien wurden zum Beispiel überhaupt nicht ausgewertet. Videomaterialien, auf denen man ihn sehr leicht erkennen würde, weil er einen sehr auffälligen Pullover getragen hat. Und das sind alles so fragwürdige Punkte, die in dieser Anklageschrift stehen. Warum hat man es nicht getan, wenn es doch so einfach wäre? Liegt es vielleicht daran, dass man ihnen nichts nachweisen kann? Dass er vielleicht einfach nichts getan hat? Auch sein Anwalt sieht die Tatvorwürfe auf wackeligen Füßen. Es gibt hunderte Fotos, es gibt hunderte Videos. Nichts davon belastet unseren Mandanten. Es gibt ein Gutachten, das unseren Mandanten entlastet. Und alles, was die Staatsanwaltschaft bis jetzt hat, ist ein Zeuge, der sich selbst widerspricht. Wir werden uns auch noch Videos und Fotos ansehen und die passen mit seinen Angaben auch nicht zusammen. Im Falle einer Verurteilung drohen Josef Slowik bis zu 3 Jahre Haft. Seine Unterstützer vor dem Gericht in Wien wollen weiterkämpfen, bis er wieder in Freiheit ist.